Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einem weiteren Total Warhammer 2 Replay, das mir eingesendet worden ist von Ascopa. Und endlich mal eine Gastschlacht, nicht von Legatus Leonidus. Er hat mir gesagt, das ist ja ein sehr spannendes Spiel, das sehr knapp ausgeht zwischen den Zwergen und den Hochelfen. Und deswegen schauen wir mal rein und analysieren die Armeen von Legatus und seinem Hochelfengegner. Fangen wir mal kurz mit dem Hochelfengegner an, weil das sieht sehr übersichtlich aus. Hier geht der Hochelfenspieler sehr, sehr panzerbrechend in den Kampf mit viermal Schwertmeister von Horth. Davor eine Linie aus dreimal weißen Löwen von Trass. Die Flanken werden von zwei günstigen Silberhelmen besetzt. Und in der Mitte haben wir als General einen Fürst auf fliegendem Monster. Ich glaube, das ist der Sterndrache. Naja, Sterndrache ist es. Mit tödlichem Ansturm feines Jäger. Und halte die Stellung, keine Magie dabei. Hier hat dieser Hochelfenspieler eindeutig die Taktik, einfach eine Zwergenlinie mit seiner überlegenen Nahkampfinfanterie durchzubrechen und alles zu vernichten, was ihm hier in den Weg stellt. Was hat das Ascopa hier mitgebracht, um das zu verhindern? Er hat Slayer hier hingestellt mit einer Grollschleuder und ein Regiment Ranger hier in der Mitte platziert. Interessant, warum er das hier gemacht hat, ist mir nicht so ganz klar. Vermutlich, weil er sich denkt, will er hier versuchen, die gegnerische Aufmerksamkeit in zwei Teile aufzuspalten. Und dadurch, dass er diese Grollschleuder absichert mit Slayern und einem Regiment Rangern, kann der Waldelfenspieler nicht so unvorsichtig einfach irgendein Kavallerieregiment von sich hier reinschicken. Slayer würden das abfangen und gegen stärkere Gegner wären die Ranger da. Interessant, wir werden sehen, ob das hier funktioniert. Der Hauptteil der Armee von Ascopa besteht allerdings, wie wir sehen können, aus Langbärten und zweimal Zwergenkriegern. Und wir haben außerdem Clan Angund und daher ist Halkenhaft Steinbart als Nahkampfspezialist der Tain dabei. Mit dem Schwert der Pein und Stromni Rotbarts Meisterrune. Sehr, sehr gute Fähigkeit. Plus 5 Nahkampfangriff ist extrem wertvoll. Und die Führerschaft, der Führerschaftsbonus natürlich auch ziemlich gut. Was hat denn der Hochelfenspieler? Er hat überhaupt gar nichts Magisches mit Angriffen. Das heißt, abgesehen vom Drachenatem des Fürsten, wird ihm dieser Geist eine ganze Menge Probleme bereiten. Ansonsten haben wir dahinter als General einen Runenmeister. Immer eine schöne Wahl, bufft auch die Truppen um ihn herum. Dann haben wir hier Eisendrachen mit Trollhammer, Harpune. Besonders gut gegen Groß. Mal sehen, ob sie hier gegen den Drachen gut eingesetzt werden können. Letzten Endes sind sie allerdings auch gut gegen normale gepanzerte Einheiten. 116 Schaden, rüstungsdurchdringende Geschosse und Explosionsschaden 10. Auch rüstungsdurchdringend gar nicht mal schlecht. Auch gegen die teuren Schwertmeister von Horth werden die effizient sein. Dazu haben wir dahinter noch zwei Fernkämpfer in Form von Rangern und Armbrustschützen. Also leichter Fernkampf und einmal die Grollgarde Langbärte mit zwei Entwaffen, eines der besten Regimenter vermutlich der Zwerge, da sie die tolle Fähigkeit haben, die alten Grummler, mit dem sie die Vitalität der gesamten Zwergenarmee um sie herum immer hochhalten. Dazu wird der Rücken geschützt durch Drachenrückenslayer und eine Kanone ist auch noch dabei und hier ist außerdem ein Regiment Gyrokopter mit normalen Dampfangriffen, also sehr gut gegen leicht gepanzerte Ziele. So, das Ziel hier von Ascopa ist ganz klar, er will die gegnerische Armee aufteilen in zwei Teile. Und wenn der Gegner tatsächlich mit normalen Infanterieregimentern sich hier rüber bewegen würde, werden sich diese Regimenter in ihrer Längsrichtung zu dieser Kanone hier von Ascopa aufstellen. Und da würde die Kanone dann massiven Schaden machen durch diese schrägen Schüsse. Wir werden sehen, ob sein Plan aufgeht. Die Kanone hat bereits das Feuer auf diese günstigen Silberhelme eröffnet, die wahrscheinlich dazu da sind, um einfach nur, falls Fernkampf da ist, von den Zwergen, die irgendwie abzulenken versuchen, ineffizient zu halten, sodass sie nicht schießen können und ein paar Einheiten abzukommandieren, die nicht angreifen können. Und hier scheint jetzt der Hochelfenspieler ein bisschen vorsichtig vorzugehen. Kriegt schon ein paar Grollschleuderschüsse ab. Der Drache will, so wie es aussieht, die Grollschleuder ausschalten. Mal sehen, ob er dazu in der Lage ist, wenn die Slayer dabei sind. Wo wollen die Slayer hin? Die Slayer wissen jetzt nicht genau, wo sie hingehen sollen. Der Drache greift an und es wundert mich, dass mit diesem ersten Angriff noch keine der Schleudern kaputt gegangen ist.
Der spielt jetzt hier so ein bisschen mit der Scorpa mit seinen Silberhelmen. Aber oh, guck dich mal an, der Drache hat eine ganze Menge Schaden genommen, weil er gerade sowohl von der Kanone, er wird von der Kanone beschossen. Ich glaube, die Ranger haben gerade noch... Ach doch, das sind ja gar nicht die mit den Äxten, das sind ja nur mit normalen Fernkämpfer. Oh, muss sagen, der Schaden ist gar nicht mal schlecht, den der Fürst hier genommen hat. Und er kann ihn ja nicht regenerieren. Er hat weder einen Heiler noch irgendwas anderes. Und das war ziemlich unvorsichtig. Ein halbtoter Fürst zu diesem frühen Zeitpunkt ist ganz schön ärgerlich. Und die Zwergenkanone macht einen wahnsinnig guten Treffer nach dem anderen. Nicht übel, nicht übel. Da war er hier eindeutig zu aggressiv mit seinem Helden, also mit seinem General, um genau zu sein. Und das ging jetzt gerade total nach hinten los. Gut, die Kanone hat jetzt ein bisschen den Nachteil, dass sie sich nicht wirklich schnell drehen kann. Und hier versucht der Hochelfenspieler offensichtlich so diesen Schüssen auszuweichen, indem er seinen Drachen immer irgendwie von der Kanone wegbringt. Aber ich weiß nicht, was er mit dem Ding machen will. Vielleicht will er auch einfach nur das Feuer auf den Drachen lenken und ein bisschen Kanonenkugelfeuer dodgen. Sieht wahrscheinlich auch so aus, weil er den Fürst gerade so ein bisschen wild hin und her bewegt, während sich die Hauptlinie auf ihn zubewegt. Gyrokopter, hier muss ich mal kurz stoppen, um die ganze Taktik zu analysieren. Gyrokopter haben sich ein gutes Ziel rausgesucht in Form der Silberhelme, weil die, obwohl so gut ist es eigentlich gar nicht, die sind mit 90 Panzerung immer noch gut dabei, da hätten sie besser auf die weißen Löwen von Chas oder vor allem die Schwertmeister von Hoth schießen sollen, denn denen ihre Panzerung ist genauso hoch, dafür stehen sie deutlich enger und haben nur diese Dampfangriffe haben einen recht großen Area of Effect Schaden, da hätten sie wahrscheinlich dann doch deutlich mehr Schaden auf diese Art und Weise gemacht, genau. Auch rüstungsdurchdringender Explosionsschaden, ja, gar nicht schlecht mit 8, ich denke das hätte sich mehr gelohnt, aber ich meine auch selbst die Silberhelme hier ausschalten ist nicht schlecht. Jetzt ist genau was anderes passiert. Was ich gedacht habe, wird hier auf dieser Seite passieren, passiert jetzt hier. Nämlich bewegt sich der Hochelfenspieler mit seiner gesamten Armee rüber und die Kanone hat jetzt die Möglichkeit, in diese Elite-Regimenter von der Seite zu schießen, beziehungsweise die Grollschleuder, und wird dort massiven Schaden machen. Ich hätte wenigstens ein weißes Löwenregiment hier rüber geschickt, um mich um die Grollschleuder zu kümmern. So wird er das mit Sicherheit bereuen. Trotz allem würde ich nicht sagen, dass diese Zwergenlinie viel Chance hat, gegen diese vier Schwertmeister zu bestehen. Die Silberhelme sind jetzt zwar gleich kaputt, weil die von den Slayern erledigt werden. Aber ich weiß nicht, wie die Zwerge hier lebend rauskommen wollen. Die Rune der Schadensnegierung wurde vielleicht ein bisschen zu früh gecastet. Das hätte jetzt kommen sollen, aber der Hochelfenspieler macht auch nicht wirklich die beste Aktion, die er machen könnte. Guckt euch mal das an. Hier ist ein Blob, da ist ein Blob, das ist tödlich und das werden die Eisendrachen gnadenlos ausnutzen. Dadurch können diese Schwertmeister von Horst nicht ihr volles Angriffspotenzial ausnutzen. Das ist schon ganz schön ärgerlich. Oh, Drachenatem, aber nicht auf ein ganz, ganz schlechtes Ziel. Wenn ihr schon so einen Drachenatem benutzt, setzt ihn in so ein Regiment, was eng gepackt ist. Auf der linken Seite Grollgarde gegen Schwertmeister von Horth, aber es sieht nicht so aus, als hat hier die Grollgarde eine Chance und Angriff des Drachen in das tolle Trollhammer-Regiment. Und er ist auch gleich in den anderen Fernkämpfen drin, aber der wird es nicht mehr lange machen. Er ist gleich tot, bald wird er fliehen, 1700 Lebenspunkte. Aber die Frontlinie der Zwerge bricht. Wie wollen die Zwerge davon noch zurückkommen? Ist mir nicht so ganz klar. Was ist der Status momentan? Hier passiert wirklich eine ganze Menge. Sieht so aus, als wären... Hä? Oh nein, ganz großer Micromanagement-Fehler von Ascopa. Seine Grollschleuder hat er wahrscheinlich zum Angriff hier auf die Gegner geschickt, aber sie hat gerade nicht die Kanone besetzt, also die Grollschleuder besetzt. Deswegen läuft sie jetzt direkt in den Gegner rein. Unangenehm. Unangenehm, diese Situation. Die Linie der Zwerge bricht. Und die Schwertmeister sind doch bei fast vollständiger Gesundheit. Ich weiß nicht, was hier noch die Zwerge retten soll. Nach diesem desaströsen Angriff. Es ist hier wahrscheinlich auch gar nicht mehr wirklich genug Truppen dabei, die panzerbrechend sind. Ich meine, die Slayer werden natürlich bis zum letzten kämpfen. Aber trotz allem sind noch drei fast volle Regimenter Schwertmeister dabei. Und der General lebt immer noch. Ah, vielleicht wenn wir jetzt hier ein paar gute Area of Effect Sprüche reingehauen werden, geht er kaputt. Ah, in seiner Verzweiflung versucht der Hochelfenspieler den Geist mit seinem Drachenarten kaputt zu machen, aber es hat nicht sonderlich gut funktioniert, wie ihr hier seht. Trollhammer Torpedos zielen weiterhin auf den Drachen.
Mit einer weiteren Salve könnten sie ihn eventuell erledigen, wenn sie schießen können. Oh, sie kriegen es hin. Sie kriegen es hin. 533, ich befürchte, der wird wahrscheinlich nicht mehr zurückgehen. Und nein! Die Grollschleuder geht in den Nahkampf. Den Schwertmeister von Horth. Was tut sie da? Das ist auf jeden Fall nicht gut. Oh, aber meine Güte, was soll denn hier passieren? Das ist doch gnadenlos verloren, die Schlacht. Ich verstehe die Balance of Power war beim besten Willen nicht. Angeblich ist es noch ausgeglichen. Was soll denn hier ausgeglichen sein? Hä? Die Zwerge sind völlig zerstört? Ha. Sowas habe ich, ehrlich gesagt, noch nicht so oft gesehen. Was passiert denn hier? Brennbar? Meisterrune von Zorn und Zerstörung reduziert die Fähigkeiten der Schwertmeister ein bisschen. Die sind jetzt gleich niedergemacht. Nur sie verlieren doch recht schnell an Lebensenergie, was mich ein bisschen wundert. Jetzt kommt gleich hoffentlich eine Bombe von den Gyrocoptern. Komm, werft sie gut ab. Oho. 10 Kills. Dampfkills. Beschuss reduziert ihre Moral. Und ich bin wirklich schwer beeindruckt, dass diese Schwertmeister gerade aufgrund von Terror, aufgrund von Entsetzen fliehen. Gut, dass dieser Geist dabei war, sonst hätten die Zwerge das nicht gehabt. Ich werde verrückt, die Schwertmeister von Holz fliehen. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Das müssen eine ganze Reihe von moralreduzierenden Fähigkeiten sein. Schaden erlitten, Kommandant kürzlich geflohen, beschädigt durch Artillerie, Freunde fliehen. Oho, hier haben wir eine ganz große Kombination aus Effekten. Ah, also der Gyrocopter zählt wahrscheinlich als Artillerie, reduziert um 10, der Kommandant ist geflogen, minus 16. Freunde fliehen, das zieht ihre Moral so weit runter, dass sie anfällig sind und anfällig werden für das Entsetzen, weil der Geist in der Nähe ist. Ach du Schande. Ach du Schande, ich hätte aber ehrlich gesagt trotzdem nicht erwartet, dass sie das nicht aushalten. Und die sind jetzt auch gleich weg, obwohl sie völlig überlegen sind, diesem kleinen Ruhmlord gegenüber. Auch diese Schwertmeister von euch hier sollten eigentlich in der Lage sein, diese Lederte niederzumachen. Ja, Nahkampfabwehr von 48. Dann haben die Schwertmeister von Horth haben Angriff gegen Infanterie von 14 Bonus. Das heißt, das zieht die auf 61 Nahkampfangriff gegen Infanterie aus. Sie sollten Schaschlik aus diesen Zwergenlinien machen. Aber auf was gegen was die Kleinen? Oh meine Güte, die fliehen. Ich glaub's nicht. Mit ihren Trippelschlitten. Wir haben sie doch so weite Röcke. Das sollte kein Problem. Sie fliehen. Ich werde verrückt. Das gibt's doch gar nicht. Ich verstehe das nicht. Ich muss ehrlich zugeben. Also diese Kombination, das war diese Moralreduktionskombination, bestehend aus dem Lord, der geflohen ist, der Angst und den Entsetzen, den dieser Geist verursacht, den Artilleriebeschüssen, zu denen die Gyrocopter-Geschosse zählen, Angriffen in den Rücken, das hat die Moral dieser Einheiten so stark runtergezogen, dass selbst diese Schwertmeister geflohen sind. Und jetzt achtet Ascopa darauf, dass sie nicht zurückkommen, denn wenn diese 42 Schwertmeister von Horth wieder in den Kampf zurückkommen würden, würden die einiges wieder reißen können, genauso wie die Jungs hier. Aber selbst die werden nicht mehr viel reißen können. 28 Moral, um 10 werden sie reduziert durch den Beschuss, genau, des Gyrocopters. Dann kommen sie in Reichweite des Zwergs, dann zieht sie, des Geisterzwergs, zieht sie nochmal um 10 runter. Dann werden sie in die Flanke angegriffen oder hier beschossen von einem normalen Bogenschützen. Und das war das Ende. Gucken wir uns das mal kurz mal an. Guck ich da. Meisterrune von Zorn, Zerstörung. Die sollten jetzt gerade Angst haben. Oder? Verängstigt durch feindliche Einheit. Das ist der Geisterzwerg. Der zieht sie auf minus 8 runter. Meine Güte. Und das ist eine wirklich massivst Elite-Armee. Na gut, hier kamen einige Sachen zusammen. Der Lord ist geflohen. Der Gyrocopter wurde gut eingesetzt, um die Moral weiter zu reduzieren. Flankenangriffe haben auch noch einiges gemacht. Und jetzt sieht das gar nicht mehr so gut aus für die Hochelfen, weil Ascopa mit seinen Truppenkombinationen, die noch übrig sind, in der Lage ist, die Moral aller dieser Hochelfeneinheiten relativ schnell zu reduzieren. Okay, den Runenmeister hätte ich jetzt nicht wirklich hier in den Kampf reingezogen. Das halte ich für ein bisschen... Ja, er ist tot. Das hätte ich nicht gemacht, aber dem
dem Geist ist es egal. Er kämpft sowieso immer weiter. Und es wird auch reichen, denn diese letzten paar Schwertmeister von Holt mit der Moral von 8, die fliehen, wenn sie schon in die Nähe dieses Geistes kommen werden. Spätestens, wenn sie von Gyrokoptern in die Flanke angegriffen werden, sind sie weg. Und ja, da haben sie Terror bekommen. Entsetzen. Sie leiden unter Entsetzen. Und sind weg. Und das war ein GG von Ascropa. Ein Spiel, von dem ich wirklich nicht erwartet hätte, dass er das gewinnt. Hier, Micromanagement-Fehler mit der Goldschleuder meiner Meinung nach. Ganz, ganz schlimm. Das hat es wahrscheinlich noch deutlich enger gemacht, wenn das Ding von der Seite reingeschossen hätte. Hätte das massiven Schaden verursacht. Und generell, also, ich kann es immer noch nicht glauben, um ehrlich zu sein. Ich kann es immer noch nicht glauben, wie diese Truppe diese Elite-Armee besiegt hat. Ein Prox hätte das wahrscheinlich etwas besser regeln können, wenn er seine Schwertmeister von Horus eher von der Flanke in die Zwergenformation reingebracht hätte und von mehreren Seiten gleichzeitig angegriffen hätte. Hätte er das ganze Ding wahrscheinlich gerissen, und wenn der General nicht geflohen wäre, das hätte er wahrscheinlich auch zum Sieg geführt. Also, wenn er besser flankiert hätte, ein Punkt, und wenn er seinen Fürst nicht weggeschmissen hätte, das wäre der zweite Punkt. Die hätten ihm in diesem Fall wahrscheinlich den Sieg eingebracht, so hat er durch seine Moral verloren. Und damit ist es ein GG an beide Spieler, dass Ascropa hier auf interessante Art und Weise gewonnen hat. Ich bedanke mich für das Einsenden, gerne mehr davon. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.